Speedway Superliga-Rennen. Gruppe 2, zweites Rennen in Neunknick, dem Lindenau-Stadion, besser bekannt als Hexenkessel. Speedway, liebe Zuschauer, ist eine spektakuläre und dramatische Sportart. Erfinder waren die Australier um die Jahrhundertwende. Am Anfang fuhren sie auf Holzbahnen in Hallen. Die reiselustigen Engländer sahen es, waren begeistert und brachten diese Sportart auf ihre Insel. Ich erinnere mich gerne an das Weltfinale 81 im legendären Wembley-Stadion in London. Damals kamen 98.000 Speedway-Fans und feuerten ihre Stahlschuh-Matadore an. Unter ihnen ca. 15.000 bis 20.000 deutsche Fans, die einem kleinen Norddeutschen Daumen drückten. Damals half es nichts, aber zwei Jahre später, also 1983, gelang es dem kleinen Mann aus Kiel, nach 63 Jahren Deutschlands erster und bisher einziger Weltmeister zu werden. Und selbiger sitzt jetzt für Sie am Mikrofon. Hallo, hier ist Egon Müller. Punktestand nach zwei Rennen, Neunknick, 53 Punkte, das macht drei Matchpunkte. Brock steht 28 Punkte auf dem zweiten Platz mit zwei Matchpunkten. Gustro 24 Punkte mit einem Matchpunkt auf dem vierten Platz mit 15 Punkten und 0 Matchpunkten Stralsund. Der Vorläufer des heutigen Speedway-Club Neunknick wurde 1969 als MSC Neunknick gegründet. Zwei Jahre später bauten die motorsportbegeisterten Leute in Nordwestfalen eine Trainingsbahn und 1975 fand das erste offizielle Sandbahnrennen darauf statt. Kommen wir zu Rennen Nummer 1. Es gab einige Fahrerwechsel. Jörn Dreger startet für den verletzten Mirko Wolter und für Martin Dugard, für den Brockstedter Verein, startet der Däne Axel Jepsen. Von innen nach außen mit der weißen Kappe Björn Dreger, blau Axel Jepsen, rot Ralf Strack und Michael Törnberg in gelb-schwarz auf der Außenbahn ganz links. Die Fahrer sind natürlich nervös, gerade vor dem ersten Rennen. Und ab geht die Post. In blau Axel Jepsen. Der schnelle Däne, der kurzfristig eingesprungen ist für Martin Dugard, der Engländer, der sich auch verletzt hatte. Aber in gelb-schwarz Michael Törnberg geht in Führung für Stralsund mit der Startnummer 14. Oh, das war natürlich problematisch. Er kam in ein Loch rein. Ja, und ein Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kam zu Sturz. Dann ist natürlich sofort Reran angesagt. Die Rennen werden unmittelbar nach einem Sturz abgebrochen, damit nicht noch ein Fahrer zu Sturz kommt. Aber es sieht so aus, Ralf Strack für Neunknick startend kam hier zu Sturz. Aber wie es oft so ist bei den Speedway-Rennen, die Stürze sehen dramatisch aus, aber die Fahrer stehen meist auf. Und nichts ist passiert, denn ausreichend Protektoren unter ihren Lederanzügen sorgen dafür, dass keine größeren Verletzungen zustande kommen. Ja, da war kein Platz mehr. Da musste der Reifstrack zu Boden, aber sieht zwar wild aus, aber das sind auch harte Burschen. Macht so ein kleiner Krisch und liegt im Grunde genommen nicht viel aus. Kommen wir zum Reran. Michael Törnberg für Stralsund, disqualifiziert als Sturzverursacher. Die Schiedsrichter passen auf da oben, die haben es gesehen, mit der Startnummer 4 nochmal Ralf Strack. Doch wieder fit auf dem Motorrad, jetzt in diesem Lauf, im Wiederholungslauf nur mit drei Fahrern. Ja, am besten reagiert Axel Jepsen, der schnelle Däne, mit dem blauen Helm Überzug und der Startnummer 5. Geht sofort in Führung, noch ein bisschen geschockt durch den Sturz. Ralf Strack an zweiter Stelle liegend, versuchte aber trotzdem aufzuholen, Meter gut zu machen. Aber Axel Jepsen, schon einige Jahre Profi, macht hier die Pace. Aber Ralf Strack gibt noch nicht auf. Denn er ist stolz, dass er für Neunknick starten darf und versucht hier natürlich sichere zwei Punkte heimzufahren. Wie es so aussieht,
Axel Jepsen, ungefährdet. An erster Stelle aber in der unteren Kurve, Fahrerlagerkurve, macht der Ralf ganz schön Gas und findet immer wieder den Anschluss. Axel Jepsen, Sieger für Brockstedt, erhält dafür 3 Punkte vor Ralf Strack. Neuen Knick mit 2 Punkten und mit 1 Punkt Björn Dreger für Güstrow. Lässiger Gruß an die Fans. Noch einmal eine schöne Zeitlupenstudie hier von Axel Jepsen, den schnellen Dehn. Und man sieht am Eingang der Bahn relativ unruhig das Motorrad, aber diese Jungs sind alle fit auf ihren Maschinen. Man sieht sogar, das Vorderrad übersteuert, untersteuert, aber sofort hat er das Motorrad wieder im Griff. Rennen Nummer 2. Jetzt wird's interessant. Achten wir mal einmal auf einen Fahrer, den ich Ihnen vielleicht im Laufe des Rennens ein bisschen näher bringen möchte. Matthias Kröger, ein Mann, der seine Java-Motoren selbst tunt, hat einen eigenen Prüfstand, einen Fahrbahnprüfstand, wo er die Leistung seiner Motorräder richtig einstellen kann. Ja, Matthias Kröger für Brockstedt, für Neunknick, König und Stralsund, Mario Busch sowie Thomas Koch, Matthias Krüger mit der blauen Helmkappe, gleich in Führung, hat er doch die letzten Einstellungen an seinem Motorrad hervorragend bewältigt, aber er wird natürlich attackiert, hart angegriffen, fällt auf den zweiten Platz zurück. Mario Busch momentan in Führung für Stralsund, aber wer Matthias Kröger kennt, weiß, dass er nicht aufsteckt. Versucht ganz hart an der Innenkante Meter gut zu machen. Da ziehen sie parallel auf die Gerade. Schenken sich keinen Zentimeter. Und es sieht so aus, dass Matthias, genannt Matten Kröger, mit seinem Pferdeschwanz unterm Helm heraus die Führung kurzfristig übernimmt. Mit der Nummer 6 hier sehen wir die wehenden Haare unter dem Sturzern Matthias Kröger. Ein junger Bursche und holt hier für Brockstedt die ersten 3 Punkte. Zweiter Platz Mario Busch für Stralsund. König 1 Punkt. Die rote Laterne Thomas Koch für Güstrow. Ja, da schaut der Matthias sich nochmal um. Ja, von den Fans liebevoll Matten Kröger genannt. Matte, da sind seine Haare auch mit gemeint. Ein ehrgeiziger junger Fahrer. Hier nochmal schöne Bilder. Hier innen knallhart angreift. Jetzt kommt es darauf an, die Balance perfekt zu bewältigen. Das heißt, nach Möglichkeit so viel Antrieb aufs Hinterrad bringen wie möglich mit dem Gas. Den Griff korrigieren. Und da schaukeln sich die Maschinen auf und man sieht aber, Matthias Kröger, hier setzt er sich durch. Kommen wir zu Rennen Nummer 3. Auf der Innenbahn mit dem roten Helmüberzug. Toni Kasper aus Tschechien. Weiß daneben Armando Nationale. Armando Castagna, Hartmut Balfans in Blau auf der 3. Position. Ganz außen Jesper B. Jensen für Stralsund. Toni Kasper. Vorausfavorit, der Tscheche, der an 4 Ligen fährt, ganzjährlich unterwegs ist als Profi. Perfekter Start, die Balance mit dem roten Helmüberzug, sofort in Führung.
Toni Kasper. Aber wer Armando Castagna kennt, der weiß, dass er nicht aufgeht. Hartmut Ballfanzer, Brockstedter setzt sich gegen Armando Castagna durch. Unglaublich, an zweiter Stelle Hartmut. Hatte ja am Anfang der Saison große Motorenprobleme, wird von einem dänischen Tuner betreut. Die Motoren auch aus Italien bezogen, hat er nicht genügend Leistung. Hier haben sie aber wieder die restlichen PS gefunden und Hartmut ist flott unterwegs an zweiter Stelle. Toni Kasper, perfekt, wie er über diese raue Bahn gleitet. Man sieht direkt, dass er keine Probleme hat. Sichere 3 Punkte für Toni Kasper. Als Sieger bekommt man 3 Punkte, als Zweitplatzierter 2 Punkte, als Dritter noch 1 Punkt, die rote Laterne 0 Punkte erhält dann der Letzte eines jeweiligen Laufes. Ja, Toni Kasper hier für 9 Knick starten, ist natürlich besonders beliebt bei den Fans, die ja überwiegend aus dem Gebiet Nordwestfalen kommen. Hier dreht er noch einmal eine Runde, schaut sich nochmal die Bahn an. Ja, da hat er einen riesen Stein gefunden, was der Bahndienst manchmal nicht sieht. Die Fahrer sehen es und ist schnell umgedreht, bevor so ein Stein hochgeschleudert wird und dann, wie gesagt, einen nachfolgenden Fahrer irgendwo vielleicht verletzen könnte. Jetzt wird die Bahn bewässert und hier sehen wir nochmal ganz klar, was perfekte Balance ist. Die Stahlschuhritter, Bahnfahrer benutzen am linken Fuß eine Sohle. Eine Stahlsohle, die mit Stilit, einem Material beschichtet wird, das nicht abnutzt. Man sieht, es ist praktisch die Balancestange eines Spiegelfahrers. Das linke Bein gleitet nur ganz zart über den Belag, um eventuell mögliche Wegrutscher sofort korrigieren zu können. Hallo, ich bin Matthias Kröger und fahre für den MSC Brokstedt in der Speedway-Superliga-Mannschaft. Bei uns wird viel Dreck geschmissen und dadurch brauchen wir mehrere Glasscheiben vor dem Visier. Es kann natürlich auch mal sein, dass vielleicht dein Start nicht so gut gewesen ist. Dann liegst du hinten, du verbrauchst die Scheiben, weil die Vorderleute dir den Dreck auf die Brille spritzen. Was passiert dann? Hast du dann noch irgendwie eine Möglichkeit für freie Sicht zu sorgen? Ja, also ich habe erstmal 2 Scheiben für die ersten 2 Runden und dann habe ich noch 2 Scheiben direkt auf der Brille für hoffentlich nicht in den letzten 2 Runden. Dein Kollege, der Hartmut Ballfanz, dein Teamkollege, hat uns hier seinen Helm zur Verfügung gestellt. Vielleicht kannst du uns erklären, wie der Hartmut für freie Sicht sorgt. Denn das System unterscheidet sich ja ganz gravierend von dem System, welches du benutzt. Ja, Hartmut, der hat ein System wie eine Kamera. Ein Film vor der Brille und braucht nur immer ziehen. Also er hat bloß einen Film zur Sicht, einen schmalen Film. Ich fahre leider nicht mit dem System, weil ich durch diese Sichteinschränkung an den Seiten mich nicht wohlfühle mit dem System, obwohl es einfacher ist. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn die Bahn sehr ruppig ist. Es gibt ja Schläge, die Motorräder haben eine sehr große Beschleunigung. Wie kann man dann noch die linke Hand vom Lenker nehmen? Ist das nicht manchmal sehr schwierig? Also man muss unheimlich Balancegefühl dafür haben. Es ist auch gefährlich, aber manchmal muss man schon in der Kurve ganz brutal an die Brille greifen und das abreißen, sonst sieht man ja nichts mehr. Das heißt, ihr fahrt mit einer Hand in der Kurve. Die eine Hand ist am Gasgriff und sorgt für Vortrieb und die andere sorgt für Freisicht. So ist es, ja. So ist es. Heat Number 4, Rennen Nummer 4. Gleich als erster den roten Überzug Marvin Cox schon am Start, über den ich Ihnen im Laufe des Rennens noch etwas mehr erzählen werde. Vorausfavorit für diesen Lauf für 9 Knick startend. Marvin Cox, der einzige Engländer, der in Deutschland startet, aber mit einer deutschen Lizenz. Unglaublich, wie das zustande gekommen ist, erzähle ich Ihnen gleich, aber schauen wir uns diesen Start einmal an. Peter Nalin für Brockstedt ganz auf der Innenbahn.
startet perfekt. Es sieht so aus, als wenn er vorne ist, aber Marvin Cox wählt den weiten Außen weg, um mehr Schwung für die Gegengerade zu bekommen. Da reicht's noch nicht ganz. Nali noch vor Cox. Aber der Engländer, ein Profi, setzt sich hier durch und da ist er vorbei. Hat mehr Schwung von der Kurve auf die Gerade mit rausgenommen. Hinten wird natürlich mit Sichtbehinderung gekämpft. Ganz klar mit der 16, Steffen Leonard für Stralsund. Ein bisschen überfordert, aber hier vorne spielt die Musik. Marvin Cox mit dem roten Helm überzug. Und der Start Nummer 1, die hat er nicht umsonst an diesem Tag. Gibt mächtig Gas da vorne. Peter Nalin, bekannt als Schnellstarter, aber hat hier ein schweres Los gegen diesen Marvin Cox, der ja, wie eingangs erwähnt, mit deutscher Lizenz fährt. Beim internationalen Rennen in Deutschland verliebte er sich und zog nach Deutschland, wohnt in der Nähe von Herzheim in der Pfalz und fährt mit deutscher Lizenz. 3 Punkte hier für Marvin Cox, neuen Knick vor Peter Nalin mit 2 Punkten, Rock steht auf dem 3. Rang und noch 1 Punkt bekommt Baumann für Güstrow starten. Die rote Laterne, also 0 Punkte, Steffen Leonard für Stralsund. Schauen wir uns den Start noch einmal in Zeitlupe an. Ganz rechts im Bild, Peter Nalin mit dem blauen Helmüberzug, nimmt sogar die Beine als Balancestange, um möglichst gerade auszufahren, denn das ist das Rezept im Speedway, muss man die ersten Meter ganz exakt gerade ausfahren. Er macht aber den Fehler, geht hier ganz nach innen, das ist nicht in der ersten Kurve ein Vorteil. Und jetzt bekommen wir Italiens Champion Armando Castagna einmal vor die Kamera. Ich bin 32 Jahre alt und starte für Güstrow. Bin 5-mal im Weltfinale gewesen, bevor dieses neue Grand Prix-System eingesetzt wurde. Ich war viele Male italienischer Meister, 9 oder 10 Mal im Europa-Finale dabei und 3-mal auf den Siegespodest gestanden. Meine Wünsche für dieses Jahr, eine gute Saison zu haben und eventuell mich für das Grand Prix-System nächstes Jahr zu qualifizieren. Und ich hoffe, mich mit dem MSC Güstrow für das Superliga-Finale zu qualifizieren. Das Finale wird an einem einzigen Tag entschieden. Wenn ich gut drauf bin, dann können wir sogar Meister werden. Punktezwischenstand nach 4 Rennen. An erster Stelle mit 10 Punkten. Brock steht vor Neuenknecht. 1 Punkt dahinter, 9 Punkte. Mit 3 Punkten etwas abgeschlagen, der MSC Güstrow und 2 Punkte für Stralsund. Eine Nummer 5 und da startet Armando Nationale Castagna hier mit der Nummer 16, Stefan Leonard im Bild für Stralsund. Matthias Kröger auch dabei für Brockstedt, der seine Motoren selbst tunt. Also von innen noch einmal weiß Armando Castagna, gelb-schwarz Stefan Leonard. Blau Matthias Kröger und ganz außen Ralf Strack für Neuenknecht am Start. Mit einem Hechtsprung Matthias Kröger mit dem blauen Helmüberzug, aber von innen kommt gleich Armando Nationale Castagna. Kürzt hier etwas ab, kommt schnell aus der Kurve raus, aber Matten Kröger greift an. Castagna reitet einen wilden Ritt außen rum. Das Vorderrad tänzelt nur so. Das heißt, da ist optimaler Antrieb am Hinterrad gegeben. Aber Matthias Kröger kommt von innen, reißt sich die Scheibe ab. Geht ganz nach innen rein und greift an. Da fruchtet es noch nicht. Oh, jetzt ist Matthias innen knallhart durchgegangen. Ja, dieser junge Bursche, der seine Motoren selbst tunt, weiß auch die Leistung umzusetzen. In den letzten Tagen sehr erfolgreich mit einem 2. Platz beim MSC Jübig am Himmelfahrtsrennen abgeschnitten. Ja, leider war der Sieger Egon Müller. Aber wie gesagt, Matthias Kröger hat jetzt auch ein Öl gefunden, das seine Leistung noch steigert. Seine Motoren sind jetzt noch schneller geworden. Und ganz klar fährt er hier für Brockstedt
3 Punkte nach Hause. Also erster Matthias Kröger vor Armando Castagna, der 2 Punkte bekommt. Und Ralf Strack mit 1 Punkt auf dem 3. Platz. Auf dem 4. Platz und 0 Punkte Steffen Leonard für Stralsund. Ja, Matthias Kröger greift unter seine Verkleidung und macht den Benzinhahn zu. Das heißt, die Motoren, die liegend eingebaut sind, so wie seine, die saufen schnell ab, wenn der Hahn aufbleibt. Ganz elegant geht er hier nach innen rein. Matten Kröger bringt das Gewicht nach hinten. Optimal läuft seine Maschine und er setzt sich hier knallhart vor. Armando Castagna. Rennen Nummer 6. Von innen nach außen. Mike Tolumke. In Rot, in Weiß. Ralf Baumann. Gelb-Schwarz Jesper B. Jensen. Und in Blau Axel Jepsen. 2 Dänen nebeneinander. Für Stralsund der eine und der andere für Brock steht. Schauen wir uns den Start an. Favorit in diesem Lauf ganz klar Jesper B. Jensen für Stralsund. Das war ein Fehlstart. Jetzt kommt es drauf an. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Wie hat er das gesehen von oben? Denn meiner Meinung nach hat Mike Tolumke diesen Fehlstart verursacht und der Schiedsrichter hat es auch gesehen, richtig gesehen, denn Mike Tolumke ist angeruckt. Und dadurch hat er den anderen Fahrer ins Band mit reingelockt. Jetzt nur noch 3 Fahrer auf der Bahn. Start erfolgt. Jesper B. Jensen für Stralsund macht hier den Start mit der Nummer 15. Gelb-schwarzer Hinüberzug. Ganz klar zeigt er hier seinen Landsmann, ebenfalls Däne, Axel Jepsen für Druck geht starten. Wo es lang geht hier, 9 Knipp, Maxenkessel. Ja, ganz innen an der weißen Linie fährt er. Jesper. Ganz tolle Fahrt hier, nimmt er den linken Fuß schon auf die Fußrasse raus, um sich ein paar Meter zu regenerieren. Das gibt wieder neue Energie im Körper, wenn man den linken Fuß ein wenig abstützt. Beim Speedway-Rennfahrer ist es ja so, dass die Muskeln nur einseitig belastet werden. Man fährt ja einmal links rum und dadurch erlahmt schnell das linke Bein, weil man das immer hochhalten muss als Balancestange. Also, ganz klar, 3 Punkte für Jesper B. Jensen für Stralsund. 2 Punkte, also 2. bekommt Axel Jepsen für Brockstedt, der ganz kurzfristig noch für Martin Dugard, den Engländer, eingesprungen ist. 1 Punkt bekommt Baumann und disqualifiziert 0 Punkte Mike Tolumke. Der neue Knick, das ist natürlich bitter für den Veranstalter. Hier sehen wir jetzt noch einmal den Fehlstart. Ganz klar, mit dem roten Helmüberzug. Mike Tolumke guckt auch schon schnell rüber, was er angerichtet hat. Hat es der Schiedsrichter gemerkt? Natürlich in Gelb-Schwarz. Jesper B. Jensen hat sich anlocken lassen. Der wiederum schaut jetzt zu Tolumke rüber. Ja, wer war der böse Mann? Die Schiedsrichter da oben im Turm, genau über der weißen Linie. Die sehen genau, wer der Verursacher ist. Und der Stadtmarschall zeigt mit dem Arm ausgestreckt auf die rote Helmkappe. Aus mit ihm. Okay, Rennen Nummer 7. Scheint ein interessanter Lauf zu werden, denn hier ist, wie gesagt, von innen nach außen Mario Busch. In Gelb-Schwarz, in Weiß Björn Dreger, in Blau Peter Nalin und in Rot ganz außen Toni Kasper. Er geht ganz rechts an die Bande, denn die Spuren in seinem Kasten sind wahrscheinlich schon zu tief. Und da sucht er sich neuen Belag, das heißt optimaler Antrieb. Aber Peter Nalin mit dem blauen Helmüberzug mit der Startnummer 7 reitet eine wilde Attacke, die momentan zwar noch nicht fruchtet.
Denn Toni Kasper ist ausgeschlafen. Ein Fuchs. Hier bleibt auf der Endbahn, schaut sich schnell um. Gegner in sicherer Distanz. Volle Konzentration auf die Bahn. Nochmal ganz kurz zurückgeschaut. Ja, die Bahn scheint mir sehr rau an diesem Tag. Aber Profis können damit umgehen. Ganz tolle Aufnahmen sieht man hier noch einmal, hier ganz haarscharf an der Innenkante lang fegt. Die gelbe Fahne mit dem schwarzen Balken heißt letzte Runde. Nur noch eine Runde zu gehen. Das werden sichere Punkte für neuen Knick. Toni Kasper hier durchs Ziel und abgewunken. Auf dem zweiten Platz Peter Nalin für Brock steht. Dritter Mario Busch erhält noch einen Punkt. Und Björn Dreger geht leer aus für Bistro. Ja, da zeigen sich die Fahrer gegenseitig, wo die gefährlichen Stellen sind. Toni Kasper hat bestimmt gesagt, hast du gesehen, die eine Rille da. Nochmal, hier sieht man ganz links im Bild, die höchste Staubfontäne hinterlässt Toni Kasper, also hat er am meisten Gas gegeben, als erster reagiert und jetzt muss er sehen, dass er nach innen reinkommt, aber er hat schon eine leichte Führung erkämpft. Jetzt geht es darum, den Gegner in Schach zu halten, nach innen reinzuziehen, dass keine Konter erfolgen kann. Ah, Toni Kasper, super, wie er hier in die Kurve reingeht. Man sieht, das Vorderrad tänzelt. Somit ist optimaler Antrieb am Hinterrad gegeben. Und hier nutzt er den etwas größeren Radius am Kurvenausgang aus und bekommt dadurch mehr Speed. Schauen wir uns doch einmal diesen Toni Kasper etwas genauer an. Antonin Kasper Junior, 33 Jahre alt. Sohn eines erfolgreichen Rennfahrers mit gleichem Namen. Er kommt aus der tschechischen Hauptstadt Prag, fährt für den Verein Roter Stern. Er war 1982 schon Junior-Europameister und erreichte das Speedway-Weltmeisterschaftsfinale 1983 mit einem Platz 14, 1986 noch einmal Platz 14 und 1987 Platz 12. Früher galt er als Anton Terribel des tschechischen Speedway-Sports und hatte zu Zeiten des kommunistischen Regimes öfters Probleme mit der Obrigkeit, was dazu führte, dass er sogar eine Zeit lang für Auslandsstarts gesperrt wurde. Toni Kasper hat sich und seine Leistung konsolidiert. Er fährt seit 1994 für den SC Neuenpick und ist das Herzstück des Teams. Durch seine mannschaftsdienliche Art und seine Leistung konnte er schon so manches Rennen für die neuen Knicker Hexen aus dem Feuer reißen. Beobachten wir ihn doch einmal. Wie akribisch hier die Motorräder vorbereitet werden. Natürlich hilft Toni auch seinen Mannschaftskollegen und zwischen den Läufen muss immer wieder Luftdruck und alles kontrolliert werden. Nutzen wir doch die Gelegenheit und lassen diesen sympathischen, großartigen Sportler auch mal zu Wort kommen. Would you like to tell us something about your age and your hobbies, about your person? Well, yeah, I will be on the end of this year 33 years old, so... Ja, Ende des Jahres werde ich 33. Etwas lustig meint er, vielleicht auch am Ende meiner Karriere. Aber dieses Jahr ist nicht so schlecht. Ich starte in vier Ligen. Tschechien, Polen, Schweden und Deutschland. Ich bin unglaublich beschäftigt im Moment. Und es geht praktisch von Rennen zum Rennen. Das ist nicht so lustig, weil meine Frau ein Baby erwartet, das heute oder vielleicht morgen schon losgehen kann. Aber wir telefonieren jeden Tag. You still have one daughter and du hast ja schon eine Tochter, aber denkst du vielleicht manchmal auch über das Risiko in deinem Beruf nach? What is about your risk? Well, I think all the viele Leute denken, es ist doch sehr gefährlich, aber es ist eine Sportart wie jede andere und wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich ihn auch zu Ende bringen.
all the other. So if I jump in on this way, so I have to finish it. Tell us something about. Und wie siehst du eure Chancen heute? Well, I think if it's go everything like was in Stralsund. Wenn es so läuft wie in Stralsund, können wir wieder gewinnen. Aber es wird härter, denn wir treten heute ohne Robert Barth und Tommy Duncke an. Also, wir werden sehen, wie es läuft. Today, Barth and Duncke. So we will see what's gonna, how it's gonna be. Weiter geht's mit Rennen Nummer 8. Interessantes Aufeinandertreffen für Neuenknick, Marvin Cox und für Brock steht Hartmut Balfans, der für den verletzten Jan Danielczek eingesetzt wurde. Dazu kommt Thomas Koch für Güstrow und Michael Turnberg für Stralsund. Weiß ganz innen Thomas Koch, gelb-schwarz Turnberg, rot Marvin Cox und blau Balfans. Achten auf diese beiden Fahrer. Ja, Marvin Cox mit dem roten Helmüberzug. Etwas besser gestartet. Macht hier mächtig Gas. Mit der Nummer 14 Turnberg noch vorne vor Hartmut Balfans. Rockstee. Aber Hartmut Balfans, eine harte Nuss, ein Fahrer, der im Grunde genommen kompromisslos fährt. In diesem Jahr auch schon wieder einen schweren Sturz hatte, den er erstmal verkraften musste. Dazu kamen große Motorenprobleme bei den ersten Rennen. Aber klar in Führung hier Marvin Cox mit der Nummer 1. Aber Hartmut Balfans ist dran an der Nummer 14, an Michael Turnberg. Und greift immer wieder an. Marvin Cox schaut sich um. Letzte Runde wird angekündigt. Schafft es noch Hartmut Balfans, Turnberg zu verdrängen. Und da ist er durchmarschiert, an der 14 vorbei. Ganz klar, die 14 hat ihn aufgehalten. Jetzt macht er richtig Vorsprung, aber sichere 3 Punkte für Marvin Cox. Der Engländer mit der deutschen Lizenz für Neuenknick startend. 3 Punkte, zweiter Platz und 2 Punkte Hartmut Balfans für Brockstedt. Und Michael Turnberg für Stralsund noch 1 Punkt. Leer ausgegangen, 0 Punkte, also Thomas Koch. Und der Marvin, der freut sich natürlich, denn er ist hier von dem Veranstalterclub eingesetzt. Ja, wir können eigentlich bisher noch keine Zuschauer ausfindig machen, denn dieser Hexenkessel, das ist ein Naturstadion. Hier sehen wir sie mal, sie sind alle auf einer Seite. Und gerade auf der Seite, wo Start und Ziel ist, ist keine Anhebung, somit gehen die Zuschauer alle auf den Naturhügel. Zwischenzeitlich ist der Bahndienst wieder auf der Bahn, das heißt, die Bahn wird glatt gemacht und bewässert. So, schauen wir uns den Zwischenstand an. In Führung, Brock steht mit 19 Punkten, knapp vor Neuenknick mit 16 Punkten. 7 Punkte für Stralsund und 6 Punkte für Güstrow. Stellen wir Ihnen doch das Superteam SC Neuenknick einmal etwas genauer vor. Ende der 70er Jahre lockten die Rennen in Neuenknick rund 10.000 Zuschauer an. Stars der Veranstaltung waren Fahrer wie der Weltmeister aus Dänemark Ole Olsen, aus Neuseeland Ivan Major, Anders Michanek, Hans Wassermann und natürlich Egon Müller. 1980 baute der Club dann wieder in Eigenleistung die Bahn um. Es entstand ein modernes Spielbestadion, das Lindenau-Stadion, besser bekannt als der Hexenkessel Neuenknick. Die Anlage ist bis heute vereinseigen. Sie wird allein durch die Mitglieder gepflegt und unterhalten, ohne öffentliche Mittel oder Förderung. Die 60 ehrenamtlich tätigen Mitglieder haben den winzigen Ort Neuenknick in Motorsportkreisen in aller Welt bekannt gemacht. Wir haben mit den Vereinsvorsitzenden Karl-Heinrich König gesprochen. Die Grundvoraussetzung, dass der Verein überhaupt gegründet wurde, ist 1969 gewesen, ist hier auf dem Acker geschehen. Und danach sind ein paar Grasbahnrennen gefahren worden. Die Speedwaybahn ist umgebaut worden im Jahre 1980, im Winter 80-81. Und das erste große Speedwayrennen ist hier gestartet im Frühjahr 1981. In unseren eigenen Reihen
haben wir hier aus der Gegend einmal den Darren Ehlerding, dann kommt der Jörg Teppe, ist dieses Jahr dazugekommen, ein junger Mann aus Elmshorn. Tim Brinkmann hat für uns gefahren. Sonst ist es eigentlich, sind die Fahrer immer aus etwas weiteren Gegenden. Wir sehen heute hier in Neuenknick den zweiten Lauf zur Superliga-Meisterschaft der Gruppe 2. Ihr seid im ersten Lauf Erster geworden. Wie seht ihr eure Chancen, eure Zielsetzungen für die Saison 1996? Wir müssen heute hier leider auf die beiden Stammfahrer Tom Dunker und Robert Barth verzichten, aber unser Sportleiter Rainer Horn hat sicherlich eine gute Verstärkung durch den Dave Norris, und der Toni Kasper fährt und auch Marvin Cox steht da zur Stange, und Ralf Strack ist der vierte Mann. Also ich glaube schon, dass wir auch heute hier trotzdem gewinnen können. Karl-Heinz König als erster Vorsitzender, da wird hier sehr viel Arbeit geleistet auf dem Ring hier in Neuenknick. Wer bestreitet diese Arbeit und wer sorgt dafür, dass hier zum Renntag alles in Ordnung ist? Also wir haben im Club doch recht gute Kameradschaft, und es wird Wochen vorher schon, und man sieht es ja auch, das Stadion ist in einem hervorragenden Zustand. Wir haben die Bretterwand gespritzt und gemacht und Rasen ist gemäht. Und ich möchte mich auch mal ganz herzlich bei den ganzen vielen freiwilligen Helfern vom Club bedanken. Dieses Gelände haben wir gepachtet von der Firma Meyer Büchenberg, der auch uns in allen Dingen immer wieder helfen tut. Wir werden heute und auch in den nächsten Rennen alles daran setzen, das Finale nochmal hier am 3. Oktober zu haben. Aus einem Grund schon, weil wir es einfach den Zuschauern, die immer wieder zahlreich hierher kommen, schuldig sind, auch noch mal wieder ein großes Finale hierher zu holen. Rennen Nummer 9. Von innen nach außen. Hartmut Balfans für Brockstedt. Ralf Strack auf der zweiten Bahn. Auf der dritten mit dem weißen Helm überzug Ralf Baumann, und ganz außen in gelb-schwarz Mario Busch für Stralsund. Bahn ist ein hervorragenden Zustand gebracht worden. Die Dreckerfahrzeuge waren in der Pause draußen und haben entsprechend die glatte Bahn gesorgt. Das sieht man auch gleich. Hier geht's Rad an Rad in die erste Kurve und ganz klar mit dem roten Helmüberzug Ralf Strack gleich in Führung. Aber wird hier abgefangen. Start Nummer 8, Hartmut Balfans für Brockstedt, ist innen durchgestochen. Gibt gleich mächtig Gas mit seinem italienischen Motor. Wird von einem Dänen betreut, motorentechnisch. Mit eigenem Motorprüfstand sind sie auch dabei, immer die letzten PS zu finden. Klare Führung hier für den sympathischen Hartmut Balfans, ein ganz ruhiger Vertreter, der ja immer nur durch großartige Leistung aufgefallen ist, lebt in Kiel, Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt, und fährt hier 3 sichere Punkte für seinen Heimatverein Brockstedt nach Hause. Schüttelt den Kopf, er weiß nicht warum, vielleicht ist er mit der Bahn nicht zufrieden. Alfons, der Start Nummer 8, immer ein sicherer Punktelieferant, hatte ja auch schon seine Karriere beendet. Jahrelang stand seine Maschine unten im Keller und sah dann die Erfolge von Egon Müller, dieser Altmeister, immer noch großartige Renntour, entschloss sich zu einem Comeback und ist wieder da. Jetzt kommt nochmal Wasser mit der Hand drauf. Das heißt, für optimale Sicht, Staubbindung muss aufgesorgt werden. Ja, die Bahn braucht eine extra Pflege. Die Schleifenfahrzeuge müssen noch mal rum. Hier sieht man, dass die Maschinen ganz schön wirken von innen nach außen. Michael Thürnberg, gelb-schwarzen Helmüberzug. Zweite Bahn in blau. Peter Nalin, Brockstedt, weiß, Armando Nationale, Castagna für Güstrow. Und rot auf der Außenbahn, König für Neuenknick am Start. Fahrer sind ein bisschen nervös.
Aber folgt mit dem blauen Überzug Peter Nalin. Super rausgefahren, aber kommt in ein Loch rein. Und da macht er einen riesen Fehler, anstatt das Gas festzuhalten. Aber das sind diese jungen Fahrer, die noch nicht so erfahren sind, dass sie wissen, was im Extrembereich zu tun ist. Er bleibt natürlich sitzen. Vielleicht ist er ein bisschen benommen, glaube ich nicht, aber er ist natürlich auch so viel Profi, dass er weiß, wenn er sitzen bleibt, wird der Lauf abgebrochen, um somit eine Chance für einen Neustart zu bekommen. Denn wenn in der ersten Kurve vom Start ein Sturz passiert, kann der Schiedsrichter die Entscheidung fällen, alle Fahrer wieder an den Start. Michael Turnberg mit der Startnummer 14 und auch Armando kümmert sich um den gestürzten Fahrer. Jeder möchte ja wissen, ist es ohne Verletzungen ausgegangen? Alle Fahrer untereinander sind wie eine große Familie im Fahrerlager. Alle sind sie anschließend froh, wenn sie heil weiterziehen können zum nächsten Rennen. Und es sieht gut aus. Hier nochmal die Zeitlupe. Versuchen wir mal den Fehler zu analysieren. Ja, hier kommt er jetzt mit dem Hinterrad in eine Rille rein. Das katapultiert ihn hoch. Das Vorderrad hat keine Bodenhaftung mehr. Und jetzt macht er den größten Fehler. Er müsste jetzt sofort die Maschine anwinkeln und jetzt schon wieder Gas geben. Das hat der junge Bengel noch nicht drauf. Man sieht, wie er wegrutscht und jetzt reguliert er das Gas in die falsche Richtung. Jetzt nimmt er das Gas weg. Dadurch wird die Maschine wieder in Spur, direkt in Richtung Bande. Aber sieht alles wild aus. Aber glimpflich alles abgelaufen. Keine Verletzung. Leichte Prellung kennen Sandbahn- oder Spiegelfahrer sowieso. Wiederholungsstart mit allen vier Fahrern und wieder ist es mit dem blauen Helmüberzug Peter Nalin, der den gleichen Fehler fast nochmal macht, wird zu weit rausgetrieben, dadurch Positionswechsel, aber gleich wieder an der Spitze. Peter Nalin wird hier aber jetzt innen abgefangen von Armando Nazionale, der Italiener, der hier knallhart nach innen reinzieht, mit seiner wilden Fahrweise ja auch bekannt wurde, viele, viele Stürze hatte, aber jetzt eigentlich mit sehr viel Routine seine Rennen absolviert und da ist wieder ein Positionswechsel mit der Nummer 7, Nali, wieder vor Armando Castagna. Ja, zum Ende des Rennens wird jede Spiegelbahn in Mitleidenschaft gezogen. Rillen und Furchen zeichnen sich ab. Aber alle Fahrer haben die gleichen Voraussetzungen und wissen um das Risiko beim Spiegelrennen. Das ist keine Kaffeefahrt, da geht es hart zur Sache. Und es sieht so aus, dass Peter Nalin wieder als Sieger abgewunden wird und somit 3 Punkte erhält. Zweiter Armando Castagna, wiederum 2 Punkte und Michael Turnberg mit 1 Punkt. Leer ausgegangen ist König für Neuen Knick, das schmeißt den Neuen Knicker ja wieder ein bisschen zurück. 25 Punkte hat jetzt Brockstedt vor Neuen Knick mit 17 Punkten. Das ist schon komfortabel, der Vorsprung. Mit 9 Punkten Stralsund und die rote Laterne der MSC Güstrow mit 8 Punkten. Die Startnummer 17, Karl-Heinrich König, das heißt keine Punkte in diesem Lauf für Neuen Knick. Die zweite Sieger, 68. Hier nochmal eine harte Attacke geritten von Armando Castagna. Da passt keine Zeitung zwischen, wenn die Jungs sich behaken. Da wird um jeden Zentimeter gekämpft. Das ist Speedway. Everybody.
Move your fucking ass across the world. Wahnsinns, diese Titel. Rennen Nummer 11. Ein interessantes Rennen. Jepsen auf der Innenbahn für Brock steht. Daneben Thomas Koch für Rüstro auf der zweiten Bahn. Mit dem roten Helmüberzug Bahn 3 Toni Kasper. Und ganz außen Steffen Leonard. Toni Kasper. Raketenstart wird hier nochmal kurz angegriffen, aber Axel Jepsen, der Däne für Brock steht, kommt in dieselbe Rille und wird fast gestürzt. Ganz klar hier Nummer 2, Toni Kasper in Führung, spielt hier seine Routine aus. Elegant lässig winkelt er die Maschine ab. Das linke Bein, die Balancestange des Titelfahrers, pendelt innen. Da wird sich umgeguckt, wo sind die Gegner? Axel Jepsen mit der 5 für Brock steht. Schon ein wenig abgeschlagen, aber Toni Kasper schaut sich auch um, sieht komfortabler Vorsprung. Da braucht er nicht mehr so viel Gas geben. Letzte Runde. Sieg und 3 Punkte wieder für Toni Kasper, neuen Knick, holt damit etwas auf. An zweiter Stelle für Brock steht Axel Jepsen. Steffen Leonard, ein Punkt und leer ausgegangen für Güstrow, Thomas Koch, 0 Punkte. Ja, die Fahrer sind immer froh, wenn sie nach so einem harten Lauf ins Fahrerlager fahren oder wie hier mit der Nummer 5 Axel Jepsen die Maschine schieben muss. Einmal der Start von hinten, hier sieht man mit dem roten Helmüberzug Toni Kasper, wie die Maschine sich aufbäumt. Er mit dem Oberkörper wieder nach vorne geht, um das Vorderrad wieder zu belasten. Und hier gleich nach innen zieht, um einen optimalen Kurvenausgang zu erzielen. Da ist Axel Jepsen mit der 5 ein wenig ins Hintertreffen geraten, zu dem er zusätzlich noch die eine Rille erwischt hat. Das 12. Rennen steht an. Von der Innenbahn Jesper B. Jensen für Stralsund. Mit dem blauen Helmüberzug 2. Bahn Matthias Kröger, genannt Matten für Borg, steht. Weiß Björn Dreger für Güstrow und ganz auf der Außenbahn mit dem roten Helmüberzug Marvin Cox. Den müssen wir im Auge behalten. Marvin Cox für neuen Knick. Ganz gut rausgefahren, aber Matten Kröger mit dem blauen Helmüberzug gewinnt momentan den Start, wird aber gleich hier wieder abgefangen und fällt auf den 3. Platz zurück. An zweiter Stelle Jesper B. Jensen und vorne mit dem roten Helmüberzug Marvin Cox, der Engländer, der nicht nur eine deutsche Frau liebt, sondern auch schon ganz gut Deutsch spricht und mit einer deutschen Lizenz unterwegs ist. Viel beschäftigter Mann, noch am Wochenende bei der Speedway Grand Prix Veranstaltung in Polen unterwegs und jetzt schon wieder im Sattel. Diese Profis fahren teilweise 4-5 Rennen die Woche, sind drüben auf der Insel noch im Gange, fahren teilweise in der schwedischen und auch in der polnischen Liga noch. Und auch noch auf der Langbahn. Letzten Donnerstag Himmelfahrtsrennen in Herxheim war dieser Marvin Cox bis vor dem Finale der schnellste auch auf der Sandbahn. Und hier wieder 3 Punkte für den neuen Knick, Marvin Cox.
Weiter, Matthias Kröger, der Mann, der seine Motoren selbst tunt. Das ist doppelt so hoch zu bewerten, da er die ganze Woche in der Werkstatt tiftelt. Und Jesper B. Jensen für Stralsund noch einen Punkt. Und nun wieder unser Superliga-Quiz, bei dem es in jeder Ausgabe der Speedway-Superliga-Beiträge tolle Preise zu gewinnen gibt. Beim Superliga-Finale am 3. Oktober wird unter allen Einsendern im Jahr 96 eine nagelneue Honda CB 250 ausgelost. In dieser Runde können Sie außerdem Folgendes noch gewinnen. Mit Deka Kunststofffenster eine Wochenendreise für zwei Personen zum DMV Speedway Grand Prix Deutschland am 6. Juli in Pocking. Eine eintägige Schifffahrt für zwei Personen rund um den Weserbogen. Dazu 5 Jahresabonnements der Motorradfachzeitschrift Bahnsport aktuell. Die Frage, die Sie beantworten müssen, stellt Ihnen heute mein Fahrerkollege Marvin Cox. Nur ein einziger deutscher Fahrer schafft es, es jemals Speedway-Weltmeister zu werden. War das A, Tony Mang, B, Igor Müller oder C, Karl Mayer? Haben Sie die richtige Antwort? Rufen Sie unsere Hotline. Das ist 0190-270-340. Dann machen wir einen Sprung. Wir befinden uns jetzt im Rennen Nummer 13. Und hier mit der blauen Helmkappe, Matten Kröger, mit perfektem Start, geht er in die erste Kurve rein. Ist er doch so froh, hat er doch endlich ein Öl gefunden, was noch mehr Leistung bringt. Aber Sturz, die Kehrseite, die traurige Kehrseite der Speedway-Medaille ist immer wieder Stürze, die aber Gott sei Dank oft glimpflich ausgehen. Hier am Boden Steffen Leonard, aber nur Prellung. Gott sei Dank hat er sich nicht verletzt. Und jetzt Rennen Nummer 14 setzt der brutale Regen ein. Es goss wie aus Kübeln. Da waren die Fahrer vernünftig und haben sich dazu entschlossen, das Rennen abzubrechen. Hier noch einmal mit der Startnummer 15, Jesper B. Jensen. Sehen wir im strömenden Regen. Die Maschinen schaukeln sich auf und die Verantwortlichen haben ein sehr feines Gefühl dafür, wollen nicht, dass sich die Fahrer noch mehr verletzen. Und nach drei Durchgängen haben die Verantwortlichen ja auch die Möglichkeit, ein Resultat zu schreiben. Das heißt, eine Wertung. Ja, die Fahrer schütteln den Kopf und das sind natürlich traurige Bilder, aber im Grunde genommen sind alle happy, dieses Rennen heil überstanden zu haben. Und nun der Endstand nach dem 12. Rennen. Platz 1 mit 29 Punkten. Brock steht vor Neuenknick mit 23 Punkten. Mit 11 Punkten auf dem 3. Rang Stralsund und mit 8 Punkten Güstrow auf dem 4. Rang. Das nächste Rennen der Speedway Superliga, das wir Ihnen hier im DSF zeigen, ist der 3. Lauf der Superliga Gruppe 2. Wieder mit den Teams aus Neuenknecht, Brockstedt, Güstrow und Stralsund. Das Rennen, das am Sonntag, 2. Juni in Brockstedt bei Neumünster stattfindet, sehen Sie wieder in voller Länge am Mittwoch, den 5. Juni um 20.15 Uhr. Und nur hier im deutschen Sportfernsehen. Und bis dahin sagt Tschüss, Ihr Egon Müller.